Als weitere Gruppe von leistungselektronischen Schaltungen möchte ich nun die Wechselrichter betrachten. Das heißt, Wechselrichter werden aus einer Gleichspannung eine Wechselspannung erzeugen. Diese Art der Energiewandlung hatten wir bisher noch nicht betrachtet. Das heißt, hier als DC-AC-Wandler. Und wir wollen jetzt das so betrachten. Wir haben sozusagen auf der Eingangsseite eine konstante Gleichspannung bzw. einen Gleichstrom. Und wir haben auf der Ausgangsseite dann eine zeitlich veränderliche Spannung, wobei wir bei Wechselrichtern, jetzt so wie wir es hier betrachten, davon ausgehen werden, dass wir grob von sinusförmigen Ausgangsspannungen ausgehen können. Und jetzt ist das Ziel des Wechselrichters, dass wir die Frequenz und die Amplitude anpassen können. Das heißt, hier entweder so die Amplitude größer oder kleiner machen können, beziehungsweise hier die Frequenz größer oder kleiner machen können. Das heißt, das Ziel ist eigentlich, aus einer Gleichspannung irgendwo eine, ja, mehr oder weniger sinusförmige Wechselspannung zu erzeugen. Deswegen sagen wir auch sozusagen, der Wechselrichter wandelt Gleichstromenergie in Wechselstromenergie um. Was sind jetzt die wichtigen Kriterien hier bezüglich auf die Ausgangsspannung? Wer das betrachten, sehen wir natürlich, es ist erstmal wichtig, dass wir sozusagen einstellen können, UA Max. Die Amplitude soll nach Möglichkeit verstellbar sein, die Frequenz soll verstellbar sein, aber was noch dazu kommt, zum Beispiel Klirrfaktor, Oberschwingungen der Ausgangsspannung. Wir wollen eventuell einen sehr sauberen, in Anführungszeichen, Sinus haben und wir müssen noch berücksichtigen, okay, wie ist zum Beispiel die Phasenverschiebung Cosinus Phi des Ausgangssignals, wenn hier jetzt auch ein sinusförmiger Ausgangsstrom zum Beispiel fließt. Das heißt, das sind jetzt alles so die Größen, die wir bei dem Wechselrichter betrachten wollen. Jetzt wollen wir noch eine Unterscheidung machen. Und zwar gibt es unterschiedliche Anwendungen von Wechselrichtern und bezüglich der Senke, das heißt der Last, die wir hier anschließen, können wir eigentlich unterscheiden zwischen erstens aktiven Lasten und im zweiten Fall eine passive Last. Was ist eine aktive Last? Eine aktive Last hat Quellencharakter. Das heißt, dass hier Zeitverlauf vorgegeben ist. Das wäre jetzt der Fall, wenn wir hier zum Beispiel ausgangsseitig einen Wechselrichter haben, der Energie zum Beispiel an das Versorgungsspannungsnetz liefert. Da ist die Ausgangsspannung von ihrer Amplitude und Frequenz vorgegeben und die Wechselrichter-Ausgangsspannung kann dann nur noch sozusagen über eine Phasenverschiebung beeinflussen, wie der Energiefluss stattfindet. Das zweite wäre die passive Last. Bei der passiven Last haben wir sozusagen eine, ja, ein bisschen vereinfacht gesagt, Impedanzcharakteristik der Last und hier gibt der Wechselrichter den Zeitverlauf vor. Das könnte jetzt zum Beispiel sein, ein Motor, wo dann entsprechend eine einstellbare Sinusspannung beim Drehstrommotor, zum Beispiel ein Drehspannungssystem, was einstellbar ist in Frequenz und Amplitude, vorgegeben wird durch den Wechselrichter und damit zum Beispiel die Drehzahl ändert. Damit können wir auch schon betrachten, die Anwendungsfelder von Wechselrichtern. Mal exemplarisch, was für Beispiele gibt es? Mal ein Beispiel, das erste, vielleicht in vielen Anwendungen das wichtigste, ist der Wechselrichter als Teil eines Frequenzumrichters. Das heißt, wir haben irgendwo zum Beispiel unser ein- oder dreiphasiges Netz, haben dann zunächst einen Gleichrichter, dann einen Zwischenkreis, zum Beispiel einen Gleichspannungszwischenkreis, kommen wir gleich noch dazu, und dann einen Wechselrichter, der jetzt wiederum häufig drei Ausgänge hat und damit zum Beispiel eine Asynchron- oder Synchronmaschine betreiben kann, das heißt hier eine Drehfeldmaschine. Und wie gesagt, das könnte zum Beispiel die Asynchronmaschine sein oder ein Synchronmotor. Und dann ist die Aufgabe hier dieses Wechselrichters, dieser soll ein in Frequenz und Amplitude einstellbares Drehspannungssystem erzeugen, sodass wir die Drehzahl an der Welle des Drehstrommotors verändern können. Eine zweite Anwendung, die uns sicherlich geläufig ist als Photovoltaikwechselrichter, das heißt zur Einspeisung von Energie, die durch Solarzellen gewonnen wird. Das heißt, wir haben hier irgendwo zum Beispiel auf der linken Seite Photovoltaikmodule in Serie geschaltet, zum Beispiel um eine hohe Spannung zu kriegen, ganze Reihe. Diese geht dann erstmal auf eine Leistungselektronik, könnte zum Beispiel sein, wenn das nicht integriert ist in den Wechselrichter, ein DC-DC-Wandler als sogenannter Maximum Powerpoint Regler, um der Solarzelle die maximal mögliche Energie zu entnehmen. Dort haben wir dann am Ausgang auch wiederum eine Spannung
Und dann gehen wir dort auf einen Wechselrichter, der zum Beispiel in unser einphasiges Netz, das wollen wir jetzt mal darstellen als eine Spannungsquelle, dann die Energie einspeisen soll. Und hier in diesem zweiten Fall wäre jetzt hier das Netz vorgegeben als aktive Last sozusagen. Und der Wechselrichter hier muss jetzt dafür Sorge tragen, dass der Strom, der hier reinfließt, ausreichend ist, um die Energie, die jetzt der DC-DC-Wandler den Solarzellen entnimmt, in das Netz abzuführen. Und dazu muss hier eine richtige Phasenlage sozusagen der Ausgangsspannung des Wechselrichters erzeugt werden, weil tatsächlich hier in dem Netz ja noch eine Impedanz drin ist, und dann wird sozusagen über die Ausgangsimpedanz und die Netzimpedanz geregelt, wie der Energiefluss in das Netz stattfindet. Und eine dritte Anwendungsmöglichkeit wäre jetzt zum Beispiel als Teil eines isolierten DC-DC-Wandlers mit Transformator. Das heißt, tatsächlich haben wir das schon so gesehen, wenn wir zum Beispiel Vollbrücken-DC-DC-Wandler betrachten. Dort hatten wir folgenden Fall: Wir haben irgendwo eine Eingangsspannung und diese Eingangsspannung geht dann auf Vollbrücke drauf, diesen Vollbrücken-DC-DC-Wandler. Das ist eigentlich ein Wechselrichter mit der Bezeichnung, die wir jetzt in diesem Kapitel einführen, geht dann auf einen Transformator. Das heißt, hier haben wir irgendwo eine rechteckförmige primärseitige Transformatorspannung, weil die Transformatoren ja keine Gleichspannung übertragen können. Dann wird diese transformiert und auf der Sekundärseite haben wir eigentlich einen Gleichrichter dann, der aus dieser Wechselspannung dann wieder eine Gleichspannung erzeugt. Und dann ist auch hier sozusagen ein Wechselrichter Bestandteil eines komplizierteren leistungselektronischen Systems, was in mehreren Stufen eine Energiewandlung vornimmt. Das heißt, hier nochmal, wenn wir das betrachten, also diese beispielhaften Anwendungen, einerseits in diesen DC-DC-Wandlern, andererseits zum Beispiel dieser Photovoltaik-Wechselrichter oder auch als Teil des Frequenzumrichters. Das heißt, wir sehen, vielfach in leistungselektronischen Systemen haben wir tatsächlich Wechselrichter. Tatsächlich haben wir schon welche kennengelernt. Am Ende des Kapitels über Gleichrichter haben wir diese gesteuerten Gleichrichter kennengelernt, die eine aktive Leistungsfaktorkorrektur machen können. Und für den Fall, dass wir dort einen bidirektionalen Energiefluss haben, das heißt, dass wir eine Gleichspannungsquelle Energie ins Netz zurückspeisen, haben wir dort eigentlich einen Wechselrichterbetrieb. Das heißt tatsächlich, Gleichrichter und Wechselrichter haben oftmals eine gewissermaßen überlappende Funktionalität, weil das eigentlich bloß davon abhängt, wie jetzt der Energiefluss stattfindet. Das heißt, man kann tatsächlich auch sagen, wenn jetzt so ein Motor Energie zurückspeist in diesen Zwischenkreis, dann arbeitet eigentlich der Wechselrichter in einem Gleichrichtermodus, weil das dann nur abhängt, wie die Energie fließt. Und wenn der Motor zum Beispiel beim aktiven Bremsen Energie zurückliefert, wird die Energie sozusagen an der AC-Seite eingespeist und an der DC-Seite dann im Zwischenkreis abgegeben, wo man dann gegebenenfalls hier einen Bremsjobber benötigt oder hier einen rückspeisefähigen Gleichrichter am Eingang haben muss. So viel zu der groben Übersicht von den Wechselrichtern. Jetzt wollen wir uns anschauen, wie sind die aufgebaut und wie können die angesteuert werden. Hierzu wollen wir zunächst noch zwei Begriffe klären, und zwar nach der Einteilung von Wechselrichtern nach unterschiedlichen Kriterien. Und zwar unterscheiden wir stromgespeiste und spannungsgespeiste Wechselrichter. Diese Unterscheidung wird jetzt gemacht, je nachdem, wie der sogenannte Zwischenkreis ausgeführt ist. Das heißt, die Einteilung zunächst nach Art des Zwischenkreises. Um das zu verstehen, gehen wir noch mal kurz zurück. Eines der Hauptanwendungsfelder ist tatsächlich als Teil eines Frequenzumrichters der Wechselrichter eingesetzt. Und dann haben wir am Eingang sozusagen hier zwischen Gleichrichter und dem motorseitigen Wechselrichter ein Energiespeicher. Und diese Stelle wird als Zwischenkreis bezeichnet, und dieser Energiespeicher kann jetzt zwei Formen annehmen. Entweder haben wir so wie hier eine Kapazität, dann wissen wir, Kapazitäten halten die Spannung konstant, also die Zwischenkreisspannung. Dann haben wir den sogenannten spannungsgespeisten Wechselrichter, das heißt hier konstante Eingangsspannung durch einen Kondensator im Regelfall erzeugt, und das ist der spannungsgespeiste Wechselrichter. Tatsächlich heutzutage häufig mit MOSFETs bei kleineren Spannungen, kleineren Leistungen, kleiner als 200 Volt ungefähr, und IGBTs bei höheren Leistungen. Und auf der anderen Seite könnte man aber auch in diesem Zwischenkreis einen konstanten Strom haben, keine konstante Eingangsspannung,
Spannung. Und dann haben wir die sogenannten stromgespeisten Wechselrichter. Das heißt, dort hätten wir zum Beispiel so eine Zwischenkreisinduktivität in Serie, die dafür sorgt, dass der Eingangsstrom in den Wechselrichter hier konstant fließt. Das heißt, hier ein konstanter Eingangsstrom. Das benötigt man vor allem bei Thyristor-Wechselrichtern in Leistungsklassen, die wir jetzt in dieser Vorlesung eigentlich nicht betrachten, das heißt eher bei den höchsten Leistungen, aber der Vollständigkeit halber sei das hier erwähnt. Rechts, diese spannungsgespeisten Wechselrichter sind eher das, was uns jetzt hauptsächlich interessieren wird, weil die sozusagen die Basis bilden für moderne drehzahlveränderliche Drehstromantriebe. Jetzt wollen wir noch eine zweite Einteilung machen, das hier war jetzt die Einteilung zunächst nach Art des Zwischenkreises. Tatsächlich unterscheiden wir weiter auch nach der Phasenzahl, und zwar entweder einphasige oder dreiphasige Wechselrichter. Das bedeutet jetzt nur sozusagen, wie viele sinusförmige Spannungen wir am Ausgang erzeugen. Das heißt, wenn ich hier drei Ausgangsspannungen habe, also ein Drehstromsystem, drei Leiter, die auf meinen Motor gehen, dann habe ich hier einen dreiphasigen Wechselrichter, hätte ich bloß einen Anschluss, der rausgeht, wie zum Beispiel hier bei diesem isolierten DC-DC-Wandler. Ja, hier in Anführungszeichen bloß eine Spannung, die übertragen wird, dann hätte ich hier einen einphasigen Wechselrichter.